Könnte man die Balling-Methode ganz ohne Wasserwechsel betreiben? Ganz ohne Wasserwechsel kann man sie im Prinzip betreiben, da sie ja vollständig ist. Man muss nur darauf achten, dass halt die Dichte ansteigt und man wirklich dann regelmäßig die Dichte überprüft und entsprechend ein bisschen Salzwasser rausnimmt und Umkehrosmose Wasser reingibt. Natürlich sind Wasserwechsel immer vorteilhaft, um Spurenelemente ins Gleichgewicht zu bringen und um auch Nährstoffe herauszunehmen. Also Wasserwechsel ist trotzdem etwas, was immer dem Aquarium gut tut und man sieht es normalerweise auch den Tieren. Also rein theoretisch braucht man es nicht. Nicht. Aber praxisorientiert sollte man es lieber machen. Ja, man sollte richtig, nicht ganz drauf verzichten. Richtig. Okay. Aber alleine durch die Balling-Methode findet keine Veränderung der Wasserchemie statt, außer dass ich eben für die Korallen, für das Wachstum das Calciumcarbonat zuführe. Wie kritisch siehst du das, wenn jetzt zum Beispiel in einem vollgestopften SBS-Becken die KH über Nacht oder in 24 Stunden, sag ich mal, bis auf also 2 KH runtergeht? Sollte ich das auf einmal dann dosieren oder sollte ich das dann auf morgens und abends und mittags verteilen? Also ich hatte noch keine Carbonathärte unter ungefähr 4,5 oder 5. Also ich denke, dass da durch die Kalkdekoration, durch das Riffgestein und durch den Korallenkies als Bodengrund da gewisse Grenzen gesetzt sind. Im Bodengrund finden ja auch... Ja, ich hatte gemeint, wenn er jetzt zum Beispiel in 24 Stunden von 8 auf 6 runtergeht. Achso, um 2 Grad Carbonathärte. Ja, und was war dann die Frage, wie ich das ergänzen kann? Ja, das ist ja dann schon eine relativ hohe Menge, die ich dann quasi auf einmal reinkippen würde, gut, wenn ich es jetzt von Hand machen würde. Ja, das kann man aber trotzdem auf einmal dosieren. Das bringt normalerweise keine Probleme mit sich. Solange ist dann nicht so hoher Stress für die Korallen? Nein, normalerweise nicht. Also bei einer Dosierpumpe würde ich das über einen Tag, über mehrere Dosierungen am Tag verteilen. Aber wenn ich jetzt nur abends oder morgens Zeit habe, dann kann ich das auch auf einmal dosieren. Das ist kein Problem. Okay. Wir reden ja die ganze Zeit hier über das Natron und das Calcium. Magnesium hast du schon gesagt, das ist hier in dem Natriumchloridfreien Salz enthalten. Warum spielt denn das nur so eine Nebenrolle? Normalerweise denkt man ja, dass das Magnesium so wichtig ist. Das Magnesium ist auch insofern wichtig, als es den Kalkhaushalt des Meerwasseraquariums stabilisiert, indem es zum Beispiel mit den Hydrogencarbonationen und Carbonationen Ionenpaare bildet und die dadurch davor bewahrt, mit dem Calcium Ausfällungen zu bilden. Von daher wird das Magnesium stabilisierend, aber der Verbrauch von Magnesium ist relativ gering, weil auch selbst Organismen, Algen, Kalkrotalgen mit einem hohen Magnesiumverbrauch haben nur vielleicht ein Zehntel der Skelettmasse oder ein Zehntel des Calciumgehaltes des Skelettes als Magnesium eingebaut in das Ionengitter. Und von daher ist der Verbrauch relativ gering und gleichzeitig ist der Vorrat im Meerwasser relativ hoch. Denn die Magnesiumkonzentration ist ja in Milligramm pro Liter ungefähr dreimal so hoch wie die Calciumkonzentration. Von daher ist der Puffer viel größer und der Verbrauch ist viel geringer, sodass ich normalerweise mit Wasserwechseln und mit dem natriumchloridfreien Meersalz schon ausreichend hinkomme. Okay, also merken wir uns, dass wir unsere Augen mehr auf Calcium und den KH-Wert konzentrieren müssen. Richtig. Und Magnesium zwar auch wichtig ist, aber weil es eben weniger verbraucht wird, nicht so ganz kritisch ist. Den müsst ihr quasi nicht jede Woche messen. Genau. Nee, könnt ihr, wenn ihr Lust habt. Ja. bei uns ist es beim Test gleich dabei, da kann man mit dem Calcium gleich das Magnesium mitmessen. Ah, okay. Aber ist eine interessante Information. Man sieht, dass es gleichmäßig bleibt, aber an sich ist der relativ stabil, die Magnesiumkonzentration. Was sind denn so die häufigsten. Typische oder die häufigsten Fehler, die dann bei der Methode oder bei der Dosierung Also meiner aufgeben. Meinung nach ist der häufigste Fehler bei der Balling-Methode, dass man einfach zu viel von allem dosiert. Also man hat da kein Ungleichgewicht oder so, aber
Wenn man unbedingt jetzt die Carbonathärte auf 8 oder 9 halten will, dann kann das schon bei niedrigen Phosphatkonzentrationen einen Stress für die Korallen bedeuten. Man sollte da lieber ein bisschen locker lassen, mal mit der Dosierung zurückgehen. Also eine Unterdosierung ist fast nicht möglich. Eine Überdosierung hat man dagegen selbst bei Carbonathärten von 8 manchmal schon erreicht. Und wenn man da einfach ein bisschen locker lässt und mal ein Viertel oder ein Drittel runter geht, dann kann das ganz erholsam sein für die Korallen. Und man wird sich wundern, dass dann das Polypenbild oft besser ist, als wenn man das so am Anschlag hält. Und es ist sogar so, dass eine höhere Carbonathärte und eine höhere Dosierung nichts für das Korallenwachstum bringt, außer eben diesen genannten Stress. Also die wachsen genauso schnell, wenn man die bei der Dosierung um ein Viertel oder ein Drittel runtergeht. Es ist eher so, dass dann andere Ausfällungen weniger stattfinden. Ja, ich würde sagen, wir sind soweit durch mit der Welling-Methode. Du hast gesagt, die ist 20 Jahre jetzt alt, ziemlich genau, ein ja. bisschen älter, aber du hast gesagt, irgendwie veröffentlicht wurde sie vor ziemlich genau 20 Jahren. Hat sich irgendwas geändert? Hast du da mal umgeforscht, rumentwickelt? Ich habe zwar Variationen probiert, zum Beispiel beim Natriumhydrogencarbonat Gemische mit Natriumcarbonat. Aber im Endeffekt das Einfachste und meiner Meinung nach auch für die Tiere immer das Beste war einfach die Balling-Methode, wie ich sie vor 20 Jahren entwickelt habe, mit Calciumchloriddihydrat, Natriumhydrogencarbonat und kochsalzfreiem Meersalz. Und das in gleichen Mengen zugegeben, so wie geschildert. Ich habe da eigentlich in 20 Jahren nichts dran geändert, dosiere das heute in den Anlagen von 4.500 Liter immer noch genau so und das passt. Okay. Also als Schritte messen, Stammlösung ansetzen und dann eben einstellen die Dosieranlage oder manuell nachdosieren. Ja. Wir können auch kurz das Fell zeigen. Jetzt hat sich das abgesetzt. Hier. Hier sieht man jetzt ein bisschen, dass es unten abgesetzt hat. Willst du nochmal? Ja, ich wollte mit dem Löffel ein bisschen hochheben, das kann doch. Moment. Und oben die Lösung schon ein bisschen aufgeklärt ist. Und blubbert immer noch ganz leicht. Okay? Ja. Mhm. Ja, man sieht den Löffel schon wieder schwach im Glas. Das, was ich da jetzt sehe, ist aber jetzt Kalk. Das ist Kalk, ja. Das ist jetzt nicht das Gleiche, was jetzt hier drin ist. Nein, es können sein, dass noch Reste zum Beispiel von Natriumhydrogencarbonat unten drin sind. Aber dieses weiße Pulver, das ist tatsächlich überwiegend Kalk. Okay, und das kann jetzt nicht mehr verwertet werden, wie gesagt. Ganz dick am Löffel. Gut. Ja, dann haben wir das auch gezeigt mit dem Ausfällen. Ganz gut. aber was ich eben sagen wollte, wer jetzt hier faul ist und keinen Bock auf diese Stammlösungsanmischung hat, da haben wir noch hier so eine Luxusvariante. Ja. Oh, die hast du auch mitgebracht. Das ist für die faulen Säcke sozusagen mit Asche. Ja. Das ist schon die Lösung fertig gelöst. Klar, die Verpackung, der Transport und alles, die Arbeit, das aufzulösen, kostet etwas mehr, als wenn man es selber macht. Aber man kann gebrauchsfertige Lösungen auch kaufen von Tropic Marine. Okay, und die kann ich dann direkt an die Dosieranlage hängen und genau. Schlauch rein und dosieren lassen. Okay. Ja. Was ist jetzt der Unterschied zu dem da? Biocalcium ist praktisch die drei Ballingsalze in einer trockenen Mischung. Das heißt, ich brauche nur den Dosierlöffel zu nehmen und das Biocalcium an eine Stelle mit starkem Wasseraustausch, zum Beispiel in einem Filterschacht oder in einem Filtersumpf hineinzustreuen und habe dann die komplette Balling-Methode mit einem Pulver. Und warum geht das jetzt? Weil ich meine, hier muss es ja trennen, damit es nicht ausfällt. Ja, es ist so, ich kann es in einer Lösung, vor allem in Osmosewasser, kann ich das Calciumchlorid und das Natriumhydrogencarbonat nicht zusammenlösen. Aber da im Aquarienwasser zum einen Magnesium enthalten ist und zum anderen auch eben die schon beschriebenen organischen Stoffe und Phosphate, ist, wenn ich die gemischten Pulver einbringe, können die sich schon lösen. Also das ist praktisch wie wenn ich die Lösung
gleichzeitig an verschiedenen Stellen dosieren würde, so lösen sich dann die Salze hier auch unterschiedlich schnell. Und zunächst das Calciumchlorid und das kochsalzfreie Meersalz und dann das Natriumhydrogencarbonat, sodass da keine so starken Überkonzentrationen entstehen, dass da Ausfällungen entstehen würden. Okay. Also das heißt, wer ein kleines Becken hat und keine Dosieranlage, oder keine Dosieranlage, der von Hand die ganze Sache macht, der ist halt quasi mit dem gemischten Pulver am einfachsten. Genau, richtig. Ja. Das ist auch der Erfolg des Bio-Calcium. So, wer von euch jetzt keine Lust hat, hier diese 1-Kilo-Beutel, die gibt es auch nochmal in anderen Größen, abzuwiegen immer und dann in Stammlösung anzusetzen, für den gibt es das auch nochmal portioniert. Richtig? Ja, das ist richtig. Im Bio-Calcium Liquid Refill haben wir fertig abgewogene Mengen dieser Salze in Portionsbeuteln für 5 Liter Umkehrosmose Wasser, sodass man nur die Portionsbeutel in 5 Liter Umkehrosmose Wasser lösen muss, um fertige Ballonlösungen zu erhalten. Das ist ja dann eigentlich schon fast idiotensicher. Ja, das ist. Und meine Frau wäre begeistert, wenn die Waage nicht dauernd weg wäre. Ja. Ja. Und wie gesagt, also an der Balling-Methode habe ich in 20 Jahren nichts geändert, trotz verschiedener Versuche. Ich habe Verschiedenes ausprobiert, aber neu haben wir jetzt bei Tropic Marine praktisch das nächste Level, die nächste Stufe. Und zwar Calcium und Carbonat hatte in einer Lösung, ohne dass zusätzliche Salze dabei sind. Also diese Lösung führt Calcium und Carbonathärte zu, ohne dass ich irgendwie einen Dichteanstieg beachten muss, ohne dass ich mich irgendwie um das Auflösen von Salzen kümmern muss. Okay. Beim All for Reef sind zusätzlich noch Spurenelemente wie Jod, Fluor und Brom dabei, so dass ich der bequeme Aquarianer, der den Komfort liebt, oder der Anfänger sich erstmal um nichts weiter kümmern muss, sondern nur das dosieren muss, um zunächst mal die wichtigsten Spurenelemente, Calcium und Carbonat, hatte in einem vernünftigen Verhältnis, in einem richtigen Verhältnis zuzuführen. Mhm. Okay, da ist natürlich auch Magnesium enthalten, sehe ich hier. Auch hier das ist NaCl-frei. Nee. Nee, das ist. Wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich so. Also, das im Prinzip. Das Prinzip ist das gleiche wie Carbocalcium. Calcium und Carbonat ist hier auch drin. Zusätzlich sind halt Magnesium, Salze, Strontium, Jod, Fluor und so weiter enthalten. Als Salze reingemischt. Aber da das nur in einem geringen Anteil ist, führt es praktisch zu keinem Anstieg der Dichte, der Salinität, sondern entspricht dem Verbrauch. Okay, gut. Das Ganze habt ihr ein bisschen anders verpackt, wie man es so sonst kennt. Ihr habt ja so einen Dosierer direkt schon dran, da drückt man dann hier drauf, ne? Ja, richtig. Das Röhrchen. Wenn ich das hier öffne. Den Schraubverschluss, dann kann ich durch das Röhrchen hier in die Dosierkammer das All for Reef zum Beispiel dosieren und von da aus dann in der abgemessenen Menge ins Aquarium geben. Das heißt, im Prinzip ist das meine Zauberwaffe, wo ich nichts mehr machen muss. Ein Produkt, genau. Fertig ins Becken und ja, und genau, richtig. Kann alles mit erschlagen quasi. Aber funktioniert das dann auch dauerhaft? Weil ich habe ja auch. Also die Stoffe kommen ja alle gleich vor. Wenn ich jetzt irgendein verbrauche zum Beispiel mehr Calcium und Carbonathärte, aber nicht so die Spurenelemente, dann habe ich ja irgendwann dann auch die Ansammlung von Spurenelementen, oder? Die Spurenelemente werden ja auch verbraucht. Also das Strontium wird ja wie das Calcium zum Beispiel in das Korallenskelett eingebaut. Magnesium ist auch in der Menge zugegeben, wie es zum Beispiel von Lederkorallen oder von den Kalkrotalgen dann auch verbraucht werden kann. Und zusammen mit Wasserwechseln führt es zu keiner Veränderung von der Wasserchemie. Also damit kann ich sie wirklich stabil halten, kein Salinitätsanstieg und trotzdem alles in einer Lösung. Okay.
Das ist ja super. Und das ist ja echt so die Zukunft. Das, ich denke, das ist die Zukunft, ja. Ihr hattet auf der Interzoo, hatten wir ja schon das neue, habt ihr schon das neue Layout vorgestellt. Ja. Und da hieß es, dass ihr mit dem Barcode noch Zusatzinformationen liefern wollt. Ist das? Ja, zu dem Link über den QR-Code kommt man auf einen speziellen Bereich auf der Homepage, wo speziell zum Beispiel für Smartphones Informationen stehen in einer Form, dass sie auch mit dem Smartphone gut lesbar und abrufbar ist, sodass, wenn ich zu einem neuen Produkt von Tropic Marine zusätzliche Informationen zum Beispiel im Geschäft haben will, muss ich nur über den QR-Code gehen und bekomme den Link auf unserer Homepage, wo zusätzliche Informationen zu finden sind. Okay. Und gibt es die noch in verschiedenen Packungsgrößen auch? Oder sind das? Im Moment haben wir Carbocalcium nur in 1 Liter und All for Reef in 1,5 Liter, aber es werden sicher noch weitere Packungsgrößen dazukommen, beziehungsweise sie sind auch normalerweise immer auf Wunsch abrufbar. Das heißt, wenden Sie sich an Ihren Händler, der wird das bei uns bestellen und Sie bekommen andere Packungsgrößen, ob Sie jetzt 1 Liter oder 500 Milliliter haben wollen oder 5 Liter oder auch Großgebinde. Das ist alles möglich.